Ich möchte da auch einfach nochmal anschließen, weil ich meine, die Stadt Kassel hat den Pakt gegen Armut gegründet. Und in diesen ganzen Sitzungen und Netzwerktreffen mit über 100 Leuten ging es ja ganz viel darum, dass eben die Ursachen der Armut strukturell sind. Dass vieles auf Bundesebene ist. Dass diese Verfahren, um Wohngeld zu beantragen, bürokratisch sind. Dass sie oft erniedrigend sind. Dass oft Leute sowas auch nicht beantragen, weil sie eben das Gefühl haben, es nimmt ihnen auch die Würde und dass Armut eben auch krank macht. Das ist zumindest von den verschiedenen, auch in dem Pakt gegen Armut gesagt worden. Natürlich viel sinnvoller fände ich auch, wenn wir endlich das mit dem Grimm-Ticket auf 0 Euro runtersetzen, damit wirklich Teilhabe möglich ist. Und Teilhabe heißt eben nicht, dass man ja umsonst in den Park gehen kann, sondern dass man dort teilnehmen kann, wo auch der Rest der Gesellschaft ist. Und ich glaube auch, wer freiwillig einen Wohngeldantrag stellt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er den auch bewilligt bekommt. Also die letzte Ablehnung, die ich gelesen habe, da stand dann so ungefähr drinnen, wir können uns gar nicht vorstellen, wie Sie mit Ihrem Einkommen von 1.500 Euro die Ausgaben, die Sie mit so und so vielen Kindern haben, decken können. Wahrscheinlich ist das Jobcenter für Sie zuständig. Das Jobcenter macht aber jetzt keinen Antrag von vor 4 Monaten. Und es wäre wirklich einfach, also es ist, Frau Lipschick, Sie haben recht, es ist keine verpflichtende Leistung. Wäre es eine verpflichtende Leistung, wären wir an diese ganzen bürokratischen Rahmenbedingungen gebunden. Es ist eine Freiwillige. Und dadurch sind wir auch frei, wie wir es gestalten. Und es geht uns ja darum, sowas ist jetzt das Ergebnis von dem Pakt gegen Armut. Wir sehen noch nicht so viele Ergebnisse und es wäre einfach so ein simpler Haltungswechsel. Weil es nämlich heißt, ja, viele trauen sich nicht zu beantragen. Wir wollen ermutigen, dass die Leute ihr Recht in Anspruch nehmen, das sie beantragen. Weil wenn man nicht sagen kann, gerade wenn wir mit Rentnerinnen in Altersarmut sind, wo die Scham groß ist, hier, lass uns doch diesen Antrag zusammenschreiben. Als erstes Schritt bekommst du auch eine Teilhabekarte, weil auch die Stadt dazu auffordert, holt euch das, was euch auch zusteht. Weil eben ganz oft Armut keine individuelle Ursache hat, sondern eben ein Teil dieser, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist. Und wir wissen doch alle, wie der Reichtum sich eben nur an manchen Stellen konzentriert und wie ganz viele eben kein Geld mehr haben. Es wäre das Zeichen, wenn jemand sagt, ich komme hier nicht mehr zu Rande, ich stelle jetzt Anträge, mir reicht das Geld nicht bis zum Ende des Monats und deswegen stelle ich einen Antrag, dass wir sagen, ja, es ist gut, dass du prüfst, ob du darauf Anspruch hast und als erster Schritt bekommst du eine Teilhabekarte, weil du eben auch Teil dieser Stadt bist. Und wenn du ins Museum gehst, nein, ich glaube nicht, dass Einkommen bei den kulturellen Institutionen der Bevölkerung gehen, weil ich glaube, es sind die Leute, die sonst da gar nicht hingehen. Ich glaube, es wären vielleicht sogar eher zusätzliche Leute, die dort auch den Weg finden. Von daher, vielleicht denken wir einfach nochmal kreativer, wie wir, weil das ist das, was wir in den Veranstaltungen festgestellt haben, dieses Hauptproblem ist einfach dieses Gefühl der Würde, wenn man zu diesen Ämtern gehen muss. Und so würden wir sagen, nee, es ist genau richtig, Anträge zu stellen und so erreichen wir.